Cancel Culture, ja. Ich kam nicht auf den Namen, deswegen habe ich mal gegoogelt. Cancel Culture. Ich wusste nicht mehr, wie der Kerl heißt hier. Das habe ich doch wieder vergessen. Nee, Boris Palmer, ja. Deswegen habe ich dieses Gesicht mal stellvertretend dafür genommen, weil der ja im Moment dran ist, weil er irgendwas gesagt hat, was wieder mal irgendwelchen Empörten, ne, wer sich empört, also emporhebt, ja, der kann später doch mal tief fallen. Aber dazu habe ich ja schon genug erzählt. Leute, nutzt auch mal die Suchfunktion in meinem Kanal. Da kommen immer wieder Anfragen, wo ich sage, Manometer, mal ein bisschen suchen und dann hat man alles, ne? Das gilt auch für Mathe und Physik. Ist alles schon gesagt. Gut, also jedenfalls, weshalb ich Cancel Culture eigentlich gut finde. Warum? Gehen wir mal ganz kurz zu dieser Seite. Und zwar, macht euch jetzt nicht fertig, Internetloge, ja, da habe ich gefunden, Freimaurerei, Freimaurer und so weiter. Lebensweisheiten von Arthur Schopenhauer. Unser Verhalten gegen andere betreffend. Das hat mich damals schon mal fasziniert, weil ich dachte, Mensch, habe ich hier jemandem was getan? Und durch Zufall habe ich diese Seite gefunden. Und ich gehe gleich mal auf Punkt 34. Ich werde euch diese Seite hier verlinken. Also unten in der Videobeschreibung, wer das nicht findet, mit dem Handy ist selber schuld, habe ich keine Lust mehr darauf hinzuweisen. So, ach, jetzt passt es nicht ganz rein, aber warte mal, versuchen, ob wir das reinkriegen. Na, 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 na. Nee. Naja, wisst ihr was? Seid mir nicht böse, ich lese es euch einfach vor und müsst selber nochmal nachgucken, ob ich richtig gelesen habe. Interessant ist es nämlich dieser Satz oder diese zwei Sätze, die sagen letzten Endes, weshalb Cancel Culture was Positives ist. Was für ein Neuling ist doch der, welcher wähnt, Geist und Verstand zu zeigen, wäre ein Mittel, sich in Gesellschaft beliebt zu machen. Vielmehr erregen sie bei der unberechenbar überwiegenden Mehrzahl einen Hass und Groll, der umso bitterer ist, als der ihn Fühlende die Ursache desselben anzuklagen nicht berechtigt ist, ja, sie vor sich verhehlet. Ich pflück das dann mal ein bisschen auseinander. Ich muss das auch ein paar Mal lesen. Gut, weiter. Der nähere Hergang ist dieser. Merkt und empfindet einer große geistige Überlegenheit an dem, mit welchem er redet, so macht er im Stillen, ohne deutliches Bewusstsein, den Schluss, dass in gleichem Maße der andere seine Inferiorität und Beschränktheit merkt und empfindet. Auch auf diesen Satz oder ähnliche Sätze von Schopenhauer bin ich schon mal eingegangen, ist aber schon eine Weile her, sucht einfach nach Schopenhauer auf meinem Kanal, dann geht das. Also jetzt nochmal. Was für ein Neuling ist doch der, welcher wähnt? Also was für ein Trottel ist doch der, welcher glaubt? Geist und Verstand zu zeigen, wäre ein Mittel, sich beliebt zu machen. Also so klug der auch sein mag, der zeigt, dass er klug ist. In großer Gesellschaft, da ist das dumm, gefährlich sogar. Vielmehr erregt dieser bei der unberechenbar überwiegenden Mehrzahl, also bei fast allen anderen Menschen, einen Hass und Groll, welcher umso bitterer ist, also einen Hass und Groll durch die Mehrzahl ist böse auf den, und dieser Groll ist umso bitterer, als der ihn Fühlende die Ursache desselben anzuklagen nicht berechtigt ist. Also der Groll plötzlich hat, also der aus der Mehrzahl kommt, Leute aus der Mehrzahl, die den Klugen, ja, einfach hassen. Solche Leute, die sollten eigentlich den Mund halten. Und selbst wenn er vor sich selbst sagt, nein, nein, ich habe keinen Groll und keinen Hass gegen den. Natürlich fühlt er den. Er kann ja gar nicht anders. Der nähere Hergang, also woher kommt das? Empfindet einer aus der großen Masse große geistige Überlegenheit an dem, mit dem er redet, so macht er im Stillen und ohne deutliches Bewusstsein, also ohne dass es richtig merkt, den Schluss, er zieht den Schluss, dass in gleichem Maße der andere seine Inferiorität, also Beschränktheit und Mittelmäßigkeit merkt und empfindet. Also automatisch sieht der ein bisschen benachteiligt ist, würden wir heute sagen, daran, dass es Klügere gibt,
dass die Klüren wohl merken, oh Schande, der andere ist wohl nicht besonders klug. Und das ist gefährlich für den, der das, ja, für die große Masse, denn die merken, aua, aua, aua. Die anderen müssen noch merken, dass wir blöd sind. Und was hat das jetzt mit Cancel Culture zu tun? Und warum soll das auch noch gut sein? Na, ganz einfach. Die solche Leute, die ihnen praktisch auf die Füße getreten sind, weil sie merken, wie dämlich die meisten sind, wie ungebildet, nicht dumm, ungebildet. Diese Leute, wenn man die ausschließt, ja, dann können sie auch nichts Böses mehr sagen oder denken. Oder dann hat man keine Angst mehr als Benachteiligter, dass der Klügere merkt, wie dämlich der Kerl ist. Wie blöd. Blöd heißt ja eigentlich nur abgestumpft. Nicht dumm. Dumm ist, wenn man nichts lernen kann, sich nichts behalten kann und so weiter. Aber blöd ist nur abgestumpft. Sieht so aus wie dumm. Und insofern sage ich, tja, Leute, die durch Cancel Culture ausgeschlossen werden, die ja heutzutage die große Kultur ist, dieses Ausschließen, ja, die können wohl nicht so viel falsch gemacht haben. Versucht es mal so zu sehen, das tröstet vielleicht ein bisschen. Also mich tröstet es nicht unbedingt, ich finde es ist bloß traurig. Das gehört nämlich zum Thema, IQ ist nichts, Unbildung ist alles. Aber mich adelt das zum Beispiel mittlerweile, wenn andere mich gleich wegen, weil ich Neger gesagt habe oder weil ich die auch noch gut finde, die Leute. Weil wir haben nämlich sehr fleißige Neger bei uns hier im Dorf. Nette Leute, immer freundlich und arbeiten vor allem. Und trotzdem darf man das Wort nicht sagen, ach Gottchen, ist doch billig und blöd. Und wer mich deswegen irgendwie ausschließt, ja, zu dem gehöre ich auch nicht. Von dem lasse ich mich gerne ausschließen. Pfeif drauf. Ich wünsche euch einen schönen Tag und denkt drüber nach oder lasst es und macht, was wollt. Aber macht was. Und dann aber was Gutes, ne? Haut rein. Tschüss.